Willkommen bei der Dutch Oven Aktion der Barbecue-Freunde. Ich zeige euch heute mein Po'boy Sandwich. Unterstützt wird die Aktion von der Firma Petromax und der Firma Favorit. Unsere Dutch Oven Aktion läuft vom 20.01. bis zum 11.02. Und am Ende könnt ihr einen niegelnagelneuen FT9 gewinnen. Wie das geht, erzähle ich euch im Video, also bleibt dran! Beginnen wollen wir heute damit, dass wir einen halben Anzug Kaminkohle durchglühen lassen. Hier nochmal das Danke an die Firma Favorit, die uns die Holzkohle für diese Aktion zur Verfügung gestellt haben. Für unser Po'boy Sandwich brauchen wir ein 700 Gramm schweres Stück Rinderlagen. Es soll leicht einölen und gut salzen werden. Die weiteren Zutaten sind etwa 1,5 bis 2 Liter Bratensaft, etwas Cajun-Gewürz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Mondamin, um am Ende die Soße etwas zu binden. Zwei Zwiebeln, die einfach nur grob gehackt werden. Und noch ein paar Knoblauchzehen, die wir dann auch entsprechend grob hacken werden. Und wahrscheinlich schaut ihr euch jetzt gelangweilt an, wie ich den Knoblauch klein hacke und fragt euch, wie kann ich jetzt den Dutch Oven gewinnen? Zuerst schaut ihr euch jedes Video der Barbecue-Freunde an, während des Aktionszeitraums. Und wartet auf das entsprechende Codewort jedes Kanals. Wenn ihr das Codewort wisst, kommentiert ihr bei jedem Kanal mit dem entsprechenden Codewort. Und es reicht nicht nur bei einem, ihr müsst bei allen 12 Kanälen kommentieren, um am Ende eine Chance auf den FT9 zu haben. Sobald die Kohlen durchgeglüht sind, bereiten wir unseren Grill vor und bringen unseren Topf mal auf Temperatur, denn unser Rindernacken muss von beiden Seiten schön angebraten werden. Ich verwende heute meinen FT6, der passt wunderbar in die Aussparung von dem GBS-System. Und während mein Topf aufheizt, kann ich euch auch gerne mein Codewort verraten. Das lautet heute Steelers. Achtet bitte auf die Schreibweise. Sobald der Topf schön aufgeheizt ist, wird unser Nacken ungefähr 2 bis 3 Minuten pro Seite angebraten und dann einmal gewendet. Schaut euch die Kruste an. Super leckere Röstaromen. Sobald der Nacken von beiden Seiten angebraten ist, packen wir noch etwas Öl in den Topf und braten unsere Zwiebeln und den Knoblauch etwas an. Sobald das geschehen ist, Rindernacken wieder rein, das Ganze aufgießen mit unserem Bratensaft, das Cajun-Gewürz und das Knoblauchpulver dazu. Das Ganze noch einmal umrühren, Deckel drauf und das Ganze kochen lassen. 3, 4, 5 Stunden, wie viel Zeit ihr auch habt. Dabei ist es immer nur wichtig, genug Bratensaft im Topf zu haben, damit euch das Ganze nicht anbrennt. Zwischenzeitlich immer mal gucken, ob eure Kohle noch ausreicht. Und nach ungefähr 3,5 Stunden sieht das Ganze dann schon so aus. Genau so, wie ich es mag. Ganze nochmal umrühren, um zu gucken, ob die Soße dick genug oder flüssig genug ist. Bei mir war es genau richtig. Das Fleisch wird jetzt noch ein bisschen zerrupft. Nochmal umrühren. Und schon können wir unser Sandwich vorbereiten. Für ein klassisches Po'boy Sandwich nimmt man ein französisches Baguette, bestreicht es mit Mayo. Dann kommt ein bisschen Eisbergsalat unten drauf, Tomaten, unser Fleisch und dann wird das Ganze zusammengeklappt. Eine Riesensauerei, aber richtig geil. Schwupps, es ist fertig. Das perfekte Essen zu jedem Footballspiel. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Und denkt dran, schaut bei den anderen Barbecue-Freunden noch rein. Die Links stehen alle unten in der Videobeschreibung. Bis dann, euer Bernd.